forward. Will ich vorwärts gehen? With what I've been teaching on the last two Wednesdays. Mit was ich an den letzten Mittwochen gelehrt habe. We've had some powerful messages. Wir haben einige kraftvolle Botschaften gehabt. And today, und heute, I want to talk about will ich über righteousness and reward. Gerechtigkeit und Belohnungen sprechen. Everybody say righteousness and reward. Sag mal jeder Gerechtigkeit und Belohnungen. There's one thing we have to receive. Da ist eine Sache, was wir empfangen by müssen faith, im Glauben. And there's another that we do by faith. Und da ist was anderes, das wir tun müssen im Glauben. You understand? Versteht ihr? Works do not bring you to righteousness. Die Werke bringen dich nicht in einen gerechten Stand. You can work and work and work and work and do all the good works that you want to do. Du kannst tun und machen und tun und machen all die guten Werke. But you can never do enough. Aber du kannst nie genug tun, to become righteous. Um gerecht zu werden. And this is why the Bible says that man's righteousness is as filthy rags. Und das ist das, was die Bibel sagt, dass die Werke des Menschen wie Putzlumpen sind, wie Drecklappen. Man's righteousness. Die Gerechtigkeit des Menschen, also die eigene. I remember one time I was sharing the gospel with an older man. Und ich erinnere mich mal, ich habe das Evangelium mit einem älteren Mann geteilt. I was in Manhattan, Kansas, in Aggieville. Und es war in Manhattan, Kansas. In a place called Aggieville, it's basically a bar place where people go and party. In einem Platz, wo der Name ist Aggieville, und es ist ein Ort, wo Leute Party machen. And there was an older man, and he was bringing stuff out of his car. Und da war ein älterer Mann, der hat da so Sachen aus dem Auto rausgeladen. And I shared the simple saving message of Jesus. Und ich habe die ganz einfache Botschaft gebracht über Jesus. And he took the trunk of that car. Und er hat so diesen Kofferraumdeckel genommen. Bam, like that. Und hat ihn so busch auf. He said, "I want you to know, young man." Und er hat gesagt, junger Mann, ich will, dass du weißt. I have been doing good works for 40 years. Ich habe 40 Jahre gute Werke getan. And you cannot tell me. Und du kannst mir nicht sagen, that it's that simple. Dass es so einfach ist. This man trusting in his 40 good years of good works. Und dieser Mann hat in diese 40 Jahre lange guten Werke vertraut. If it's works, wenn es Werke wären, then Jesus didn't have to come. Dann hätte Jesus nicht kommen müssen. And if one could get it through good works, everybody would have to get it that way. Und wenn es einer durch gute Werke schaffen könnte, könnte es jeder durch gute Werke schaffen. In fact, there's only one that's worked perfect. Und es ist tatsächlich so, dass es nur einer wirklich perfekt gemacht hat. And he's the only one that had to. Und der eine, der musste es perfekt machen. And that was Jesus. Und das war Jesus. He had to do it perfect. Er musste es perfekt machen. Because he had to qualify denn to be that spotless lamb. Denn er musste sich qualifizieren für dieses Lamm ohne Makel. He couldn't have any imperfection in him. Er konnte nicht irgendwelche Unvollkommenheiten an sich selber haben. He was completely clean, so he could take our sin. Denn er war komplett rein, damit er unsere Sünden auf sich nehmen konnte. You understand, when Jesus hung on the cross, he was the lamb that became the serpent. He took your and my sin. Versteht ihr, wo Jesus am Kreuz hing? Er wurde zur Schlange. Er hatte die Sünden aller auf sich genommen und wurde zur Sünde.
Aren't you glad he did that? Seid ihr nicht froh, dass er das getan hat? He worked. Er hat's gewirkt. He did it perfect. Er hat es perfekt gemacht. He resisted all temptation. Er hat allen Versuchungen widerstanden. He never sinned one time. Er hat niemals nur ein einziges Mal gesündigt. No matter what the devil threw at him, egal was der Teufel auch auf ihn geworfen hat, he completely walked in the Spirit. Er ist komplett im Geist gewandelt. He walked in his righteousness. Er ist in seiner Gerechtigkeit gewandelt. You understand? Versteht ihr das? Reward is different. The belohnen. Die Belohnung, das ist Unterschied, ist unterschiedlich. The Bible has a lot to say about belohnen. Und die Bibel hat viel über Rewards zu berichten. And the belohnen is something you do for. Und die Belohnungen, da musst du was tun dafür. You gotta work. Du hast dafür zu arbeiten. You understand? Versteht ihr? The Bible says faith without works is dead. Denn die Bibel sagt, Glaube ohne Werke ist tot. So alive faith will work. Faith that is alive will work. Denn Glaube, der lebendig ist, der bringt Werke hervor. You understand? I don't get righteous through my works, but because I am righteous, I work. Versteht ihr, ich werde nicht gerecht durch meine Werke, sondern weil ich gerecht bin, kommen gute Werke hervor. The righteousness of God will change your life. Die Gerechtigkeit Gottes wird dein Leben verändern. The testimony with Rado today, everything has changed. Das Zeugnis von Radu, alles ist verändert. Why is it changed? Warum hat es sich verändert? Because he's beginning to walk in who he has become in Christ. Weil er anfängt, beginnt zu wandeln in dem, was er geworden ist in Christus. You understand? We've all changed. Versteht ihr, wir haben uns alle verändert. And we're in the process of changing. Hallelujah. Und wir sind in diesem Prozess der Veränderung. Halleluja. Wonderful had a great testimony. Und wundervoll hatte ein großes Zeugnis. The love of God will take us over. Die Liebe Gottes übernimmt uns. The joy of God will take you over and your days of depression are over. Die Freude Gottes übernimmt uns und deine depressiven Tage sind vorbei. More and more faith, less doubt and fear. Hallelujah. Mehr und mehr Glaube und weniger Zweifel, weniger Angst. More righteousness, consciousness, more right living. Mehr Gerechtigkeitsbewusstsein und mehr Leben in der Gerechtigkeit. Halleluja. 2. Corinthians 5:21. 2. Korinther 5:21. You know, there's a lie that the devil is trying to. I'll bring that up later. In 2. Corinthians 5:21, it says, for God made him. Und im 2. Korinther 5:21, da heißt es, und Gott machte ihn. Jesus. Everybody say Jesus. Sag mal jeder Jesus. God made him, Jesus, to be sin for us. Gott machte ihn, Jesus, zur Sünde für uns. He wasn't a sinner. Er war kein Sünder. But he was made sin with your sin, my sin. Jesus was made sin with our sin. Hallelujah. Aber Jesus wurde mit unserer Sünde zur Sünde gemacht. Hallelujah. Tell your neighbor you're not a stinking sinner anymore. Sag mal deinem Nachbarn, du bist kein stinkender Sünder mehr. Ha ha.
You did stink, but that's you. You're new. Du hast gestunken, aber jetzt bist du erneuert. I mean, did you ever think about that in the spirit? You never need a shower. Denk mal darüber nach. Im Geist, da brauchst du nie mehr eine Dusche. Not in the spirit. Your spirit is perfect. Denn nicht im Geist, denn dein Geist ist perfekt. Your soul needs a shower. Deine Seele braucht eine Dusche. At different times. Öftermals. Zu verschiedenen Zeiten. And I'm going to tell you something right now. Your body needs a shower at different times. Und ich sag dir auch, dein Körper braucht zu bestimmten Zeiten eine Dusche. Do you ever think about that when your body is glorified, you won't need a shower anymore? Und wisst ihr, wenn eure Körper verherrlicht sind, dann braucht ihr nie wieder eine Dusche. Be a lot of changes. Viele Veränderungen. You'll be able to walk through the grass all the time in bare feet. Und du wandelst dann im Gras barfuß. There won't be any stickers. Und da wird. On a second, yeah. Und da sind keine Zecken. There won't be any thorns in the grass. I mean, everything's gonna be perfect. Und da sind auch keine Dornen im Gras. Alles perfekt. Maybe there's no lawnmowers. I don't know. Maybe you just speak to your grass. I want it this tall. Und möglicherweise gibt's da auch keine Rasenmäher mehr. Ich weiß es nicht. Could be. I mean, God created by speaking. Und es könnte sein, weil Gott hat ja geschaffen durch Sprechen. Glorified body, you're gonna be able to visit all those planets. Und die verherrlichten Leiber, die können alle diese Planeten besuchen. God's not gonna make that whole universe out there and not let us get to see it. Und Gott hat ja nicht das ganze Universum da gemacht, um es nicht zu sehen. There's a purpose in all of this. Da ist überall ein Zweck dahinter. Amen. Amen. So Jesus was made to be sin for you who knew no sin. So Jesus ist für dich zur Sünde gemacht worden, der keine Sünde wusste, kannte. That you might be made. Dass du gemacht wirst. You don't work for it, you are made it. Du arbeitest nicht dafür, du bist gemacht worden. Oh, isn't that great? You're made righteous. Ist es nicht wunderbar, du bist gerecht gemacht worden? You're made. Du bist gemacht worden. And see, sometimes people get this mixed up between the rewards and righteous. Manche Leute vermischen das ein bisschen zwischen Belohnungen und Gerechtigkeit. You don't do anything but believe and receive your righteousness. Du tust nicht irgendwas, sondern du glaubst und empfängst deine Gerechtigkeit. No sin. Keine Sünde. In the spirit. Im Geist. You are perfect. Du bist perfekt. In fact, die Tatsache in Hebrews 12 and 23, in dem Vers Hebräer 12, 23, it talks about the spirits of just men or righteous men made perfect. Und da spricht es die Geister der gerechten Menschen sind die vollendeten Gerechten. The spirits. Die Geister. You're a spirit. Du bist ein Geist. You're a spirit. Du bist ein Geist. You're a spirit. Du bist ein Geist. Du bist ein Geist. Du bist ein Geist. And your spirit. Und dein Geist. Is righteous, ist gerecht, and because it's righteous, und weil gerecht ist, it's perfect. Ist es perfekt. Hallelujah. Hallelujah. You're perfect. Du bist perfekt. You're full of God. Du bist voll Gott. He's there. Ist da. With his fruit, his nature, and he's there with his power. Mit seiner Natur, mit seiner Kraft ist er da. He's there. Er ist da.
in you. In dir. And the reason he's there is because you have been made righteous. If you're not righteous, God cannot live in you. Und der Grund, warum dass er da ist bei dir, ist, weil du gerecht gemacht wurdest. Und wenn du nicht gerecht gemacht worden wärst, könnte er nicht in dir leben. The Holy Spirit cannot live in a place where there's sin. Der Heilige Geist kann nicht an einem Ort leben, wo Sünde ist. Do you understand? Versteht ihr das? So if you're still a sinner, also wenn du immer noch ein Sünder bist, that would mean the Holy Spirit couldn't live in you, das wird bedeuten, dass der Heilige Geist nicht in dir wohnen kann. And that would mean that you're not a child of God. Und es wird auch bedeuten, dass du nicht ein Kind Gottes bist. Children of God are righteous and the Holy Spirit lives in them. Kinder Gottes sind gerecht und der Heilige Geist lebt in ihnen. Amen. Amen. In Romans 5, in Römer 5, the Bible calls it a gift. Die Bibel spricht von den Gaben. There's wages. Da gibt's Früchte. There's something you work for. Es gibt Früchte, für die du arbeitest. The Bible says the wages of sin is death. Da gibt's der Lohn. Die Bibel spricht, der Lohn der Sünde ist der Tod. How many of you work a job? Wie viele von euch arbeiten eine Arbeit? Ihr arbeitet. And they pay you. Die bezahlen dich. So there's wages for sin. Und da gibt's einen Lohn für Sünde. But I'm not a sinner. Aber ich bin kein Sünder nicht. But the free gift of God is righteousness. Aber die Freigabe von Gott ist Gerechtigkeit. I don't work for it. Ich arbeite nicht dafür. Jesus worked for it. Jesus hat dafür gearbeitet. He worked hard. Er hat hart dafür Look gearbeitet. At your neighbor and say, Jesus worked for my righteousness. Schau mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, Jesus hat für deine Gerechtigkeit gearbeitet. He took your place. Er hat deinen Platz eingenommen. He died your death. You should have been on that cross. Er hat deinen Tod gestorben. You were the sinner. Du bist der Sünder. You understand that? Verstehst du das? Jesus worked for you. Jesus hat für dich gearbeitet. He paid your debt. Er hat deine Schuld bezahlt. That you couldn't pay. You worked and worked and worked and worked and worked and worked and you still weren't righteous. Die du nicht bezahlen konntest. Du hast gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und konntest trotzdem nicht gerecht werden. Like that man, 40 years. Genauso wie dieser Mann, 40 Jahre. I'm sure he helped old grandmas. Und ich bin mir sicher, dass er alte Omas geholfen hat. I've gone to church all my life. Und er sagte, ich bin die ganze Zeit in meinem Leben in die Gemeinde gegangen. He probably gave Trinkgeld in the offering. Und er hat wahrscheinlich auch Trinkgeld in den Opferkorb gelegt. A lot of times that's the way sinners are. Und das ist oft so, dass Sünder so sind. Clunk. You understand what I'm saying? There's good sinners, there's bad sinners. Versteht ihr, was ich sage? Da gibt's gute Sünder und schlechte Sünder. Some of you were good sinners and some of you were bad sinners. Und die einigen von euch, die waren gute Sünder und die anderen waren schlechte Sünder. Some of you wanted to be monks, others of you wanted to be nuns. You were just wanting to really do it right. Also die einen wollten Mönche sein. Und die anderen Nonnen, um es einfach richtig zu machen. That's why Martin Luther got so frustrated. Und deshalb ist auch Martin Luther so frustriert gewesen. He's trying to work and work and work and work and work and work. And he said, man, this ain't working. Und er hat es probiert, er hat gearbeitet und gearbeitet, aber er hat gemerkt, es funktioniert nicht. And finally, und schließlich und endlich, they sent him out to read the Bible. Und sie haben ihn rausgeschickt, um die Bibel zu lesen. And I'm not saying I agree with everything he did afterward, but he did find salvation in the scriptures. Hallelujah. Und ich get this Bible out of the dark. Und ich sage nicht, dass ich mit ihm in allem übereinstimme, aber er wurde errettet und
hat die Bibel den Menschen zugänglich gemacht. So we can read it for ourselves. So dass wir sie lesen können für uns selbst. And that's one of the biggest, greatest things that has come out of Germany. Und das ist so eins der größten Dinge, die aus Deutschland kommen. And I tell you, Germany, we honor you for that. Und Deutschland, ich sage euch, ich sage dir, wir ehren dich für das. Germany has a very bad history, but they have a very good history. And thank God they brought the Bible out. Deutschland hat eine sehr schlechte Vergangenheit, aber sie hat auch eine gute Vergangenheit. Gott sei Dank haben sie die Bibel zugänglich gemacht. Hallelujah. Hallelujah. And so thank God for that. So dankt Gott für das. And it's all under the blood. All the bad stuff is under the blood. Und das Blut, alles Schlechte ist unter dem Blut Gottes. Amen. Amen. So, nun, we are righteous. Wir sind gerecht. By faith. Durch Glauben. We are righteous. Wir sind gerecht. Because it's a gift. Weil es eine Gabe ist. Look in Romans 5. Schaut mal in Römer 5. And verse 15. Im Vers 15. It says, but not as the offense, so also is the free gift. Everybody say free gift. Hallelujah. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn, okay. For if through the offense of one many be made dead, that was through Adam. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Hallelujah, I am righteous. Wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Christus Jesus, im überströmenden Maße zu den vielen gekommen. And not as it is was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto righteousness. That word justification means righteousness. Hallelujah. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung, die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Woohoo! It's a gift. Es ist deine Gabe. It's a gift. Es ist deine Gabe. It's a gift. Es ist deine Gabe. I surprised Pastor yesterday. Und ich überraschte Pastor gestern. She likes Feigenbaum. Sie liebt Feigenbäume. She didn't know I was gonna bring her one. Und sie wusste nicht, dass ich ihr einen bringe. So I found a nice one with a little Feigen on it. Und ich habe einen sehr schönen gefunden mit einer kleinen Feige dran. She didn't do anything to deserve it. Sie hat nichts getan, um das zu verdienen. That's not why we give gifts. Das ist nicht das, warum dass wir Geschenke geben. Do you understand? Versteht ihr? She didn't do anything. Sie hat nichts dafür getan. I went to the store. She just told me, said, "Hey, you know, look and see if they got Feigenbaum or whatever. Sometime I'd like to get one." Und ich ging da in den Laden, um zu sehen, ob ich da einen Feigenbaum finden kann. Those things are not so easy to find. Und diese Dinge sind nicht so einfach zu finden. I found out they have a different name than Feigen. Und ich hab da rausgefunden, dass sie einen unterschiedlichen Namen haben. I was looking for the German name and they had the thing in an Italian. Und ich habe da so nach diesem deutschen Namen gesucht, aber sie hatten das, der hatte dann einen italienischen Namen. But I saw that one. Aber ich habe diesen einen gesehen. And it was cute. I saw that little Feigen on there greedily. I said, "Man, I'm not letting this thing pass up." Und der war richtig süß mit so einem kleinen Feigen dran und
So I went home. So bin ich nach Hause gegangen. Unloaded all the other stuff for the move. Und hab die ganzen anderen Sachen für den Umzug geladen. And I put the feigen right in the doorway. Und ich habe diesen Feigenbaum genau in der Mitte von der Tür hingestellt. And I went in the house. Und ich bin dann ins Haus. I said, Pastora. Or I said, Raffaella. Und ich sagte, Raffaella. She's Raffaella in the house. Somebody is here to see you. Jemand ist da, um dich zu sehen. Well, I'm not ready. Ich bin nicht bereit. I said, yeah, you gotta answer the door. Somebody's here to see you. Und ich sagte dir, es ist jemand an der Tür, jemand will dich sehen. So she walks up to the mirror, she's checking everything out. Und sie ging dann vor den Spiegel und überprüft alles, ob alles passt. Und sie öffnet die Tür. There's the little Feigenbaum. Und da ist dieser kleine Feigenbaum. She didn't do anything. Sie hat nichts dafür getan. That was simply love. Das war einfach Liebe. Do you understand? That's a gift. Versteht ihr, das ist eine Gabe. She didn't do anything. We didn't do anything to get God's righteousness. It's a gift. Sie hat nichts dafür getan und so ist es mit Gerechtigkeit. Wir haben nichts dafür getan. Es ist eine Gabe. And this righteousness is full of feigen. Und diese Gerechtigkeit, die ist voll mit Feigen. It's full of voll mit Frucht. Voll mit guter Frucht. The Bible talks about fruits of righteousness. The tree is full. You are trees of righteousness. It's full of good fruit. Und die Bibel sagt, ein Baum der Gerechtigkeit ist voll mit Früchten. Voll mit Früchten. And du hast diesen Baum. Und du hast diesen Baum. In dir. In dir. Halleluja. Halleluja. You don't work for it. Du arbeitest nicht dafür. You don't work for it. Du arbeitest nicht dafür. So you know what? So nun wie? You're not condemned. Du bist nicht verdammt. And the righteousness, it doesn't condemn, it convicts. Die Gerechtigkeit, sie verdammt nicht, sie überführt. And that conviction. Und diese Überführung. You know, it's like, let me put it this way. Lass mich in dieser Art und Weise bringen. And I don't do this in a disrespectful way. Und das tue ich nicht in einer respektlosen Art und Weise. But the man that gave the testimony today. Der Mann, der heute das Zeugnis gegeben hat. He said, I used to have no problem doing this. Der sagte, er hat kein Problem, das so zu machen. I could go out there and do that. Und ich ging da raus und machte das. People make me mad and I do that. Und Leute haben mich irgendwie wütend gemacht, ärgerlich gemacht, dann ich so. But you know what? Aber wisst ihr was? He says, since I got saved, seitdem, dass ich errettet bin, I can't do that anymore free. Ich kann das nicht mehr mit Freiheit zu machen. Every time I do that, there's something, don't do that. Und immer wenn ich das versuche so zu machen, dann ist da in mir irgendwas, das sagt, mach das nicht. I don't do that. Ich mach das nicht. But I thought what a great testimony. Aber ich dachte mir, was für ein großes Zeugnis. This righteousness will lead you right. Diese Gerechtigkeit, die führt dich richtig. It's righteousness. Es ist Gerechtigkeit. And it wants to lead you to live right. Und sie will dich dorthin bringen, dass du gerecht lebst. He said, I used to drink 3 bottles of vodka. Und er sagte, ich war es gewohnt, 3 Flaschen Wodka zu every trinken. Day. Jeden Tag. It destroyed him. Es hat ihn kaputt gemacht. He said, I've totally been set free from alcohol. Und er sagte, ich bin komplett freigesetzt von Alkohol and drugs. Und Drogen. Halleluja! Halleluja! He's not a recovering alcoholic. Er ist kein
wiederhergestellter Alkoholiker. He's a freed son of God. Er ist ein freier Sohn Gottes. But how did he get free? The righteousness worked. Wie wirst du denn frei? Die Gerechtigkeit hat es gewirkt. Halleluja. Halleluja. And he said every once in a while that tries to come and then I say Lord I'm sorry. Und so hin und wieder versucht es zu kommen, aber ich sage Herr, not the alcohol but the finger. nicht der Alkohol, sondern der Finger. He was in the German traffic the other day. He said er war im deutschen Verkehr so diese Tage. I mean, you can imagine. Und wer von euch kann sich das vorstellen? I think he's driving a camper right now. und ich glaube, er fährt jetzt so einen Camper oder so. That probably be interesting on the Autobahn. All right. Gut. Go and Geht. Then, but it says here in verse 17. For by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and the gift of righteousness. Halleluja! Und es heißt hier in Vers 17, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade, war das nur mit dabei? Ja, keep going. Uh-huh. Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. So, this gift so diese Gabe bringt dir ein Fundament, wo du regieren kannst in diesem Leben. It knocks the condemnation out. Es schmeißt die Verdammnis raus. It'll knock this stinking idea that God doesn't love you out. He loves you. He made you righteous. Es schmeißt die Idee oder den Gedanken raus, dass Gott dich nicht liebt. Er hat dich gerecht gemacht. He's for you. Er ist für dich. He's for you blessed. Er ist für dich. Er segnet dich. Hallelujah. The price that Jesus paid. For you to get this gift, my goodness. Den Preis, den Jesus bezahlt hat, damit du diese Gabe bekommen kannst. Meine Güte. There's not a bank in this world that has, in fact, all the banks together don't have enough money to compare to what Jesus paid. Und all diese Banken, all diese Banken haben nicht die Finanzen dazu, um deine Gerechtigkeit zu erkaufen. How many of you know God's richer than the Rockefellers? Wer von euch weiß denn, dass Gott reicher ist als die Rockefellers? He's richer than our American president. Und er ist reicher wie unser amerikanischer Präsident. He's richer than the Queen of England. Er ist reicher wie die Queen von England. And he spent a whole lot more to get you righteous. Und come on, church. Vieles mehr getan, um dich gerecht zu bekommen. He loves you. Er liebt dich. He's for you. Er ist für dich. Being in right standing with him. Hallelujah. Sein mit ihm im gerechten Stand. So that's your place. Das ist dein Ort. Amen. Amen. And in righteousness we're all equal. Und in Gerechtigkeit sind wir alle gleich. But you know what? Aber wisst ihr was? With reward, mit Belohnungen it's gonna be different. Ist es unterschiedlich. It's not all gonna be equal. Da wird nicht jeder gleich behandelt. There is no socialism in heaven. Da ist kein Sozialismus im Himmel. It's a lie of the devil. Es ist eine Lüge des Teufels. It's never worked in any nation and it doesn't work in heaven. Es hat in keiner Nation funktioniert und es funktioniert auch nicht im Himmel. Ask Venezuela. They used to be one of the richest nations. Frag mal Venezuela. Es sollte eine der reichsten Nationen sein. They simply yielded to a lie. Und sie haben das einer Lüge hingegeben. Heaven Himmel
rewards will be different for everybody. Die Belohnungen des Himmels werden für jeden unterschiedlich sein. And how much you get will determine on what you do. Und was du bekommst, das wird davon abhängen, was du tust. Tell your neighbor, you don't want to just make it. Und sag mal deinen Nachbarn, du willst es nicht bloß schaffen. Come on, let's go there with truckloads. Komm, lass uns dorthin gehen mit beladenen LKWs. Truckloads. Beladenen LKWs. Come on, angels, just bring it all in, baby. Komm, Engel, lasst es uns alles reinholen. But the thing is, the reward for eternity is based on the work now. Denn das Ding ist, die Belohnungen für Ewigkeit ist basierend auf den Belohnungen hier in diesen, von den Werken in der jetzigen Zeit. So, if I'm driving my heavenly Lamborghini, so wenn ich meinen himmlischen Lamborghini fahre, and you're driving your little boxer bug, und wenn du deine kleine Kiste da fährst, dein Käfer, I told you. Ich erzähle dir, ich sag's dir, ich hab's dir gesagt. And it's not only there, but we're also coming back. Und es ist ja nicht nur dort, sondern wir kommen ja auch zurück. 1. Corinthians 1. Korinther 3. 3. Got your shouting shoes on? Habt ihr eure Jubelschuhe an? Now he that planteth, verse 8, and he that watereth are one. Nun, Vers 8, der aber, der pflanzt und, und der, welcher begießt, sind eins. And every man shall receive his, jeder wird seinen eigenen, every man, jeder Mensch wird, he's writing to believers here, er schreibt hier zu Gläubigen, tell your neighbor, he's writing to believers. Sagt mal euren Nachbarn, er schreibt hier zu Gläubigen. Every man shall be rewarded. Jeder Mensch wird belohnt werden. According to what? Gemäß was denn? Verse 8. Vers 8. According to what? Gemäß was? What does it say, doctor? Was sagt es hier, Arzt? Was sagt deine Bibel? Not the doctor book, the Bible. Nicht das Arztbuch, sondern die Bibel. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder wird denn seiner Arbeit entsprechend Lohn empfangen. What? Was? Does it say you gotta do anything? Sagt es da, dass du irgendwas tun musst? What does it say? Was sagt es hier? It says every man shall be rewarded, verse 8, according to his own work. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. I didn't write the verse. Ich habe den Vers hier nicht geschrieben. You will be rewarded according to your work. Du wirst gemäß deiner Arbeit belohnt werden. Tell your neighbor, I'm moving from the boxer VW stage. Sag mal, dass du dich bewegst von dieser Kiste VW Käfer zu einem. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. You can hold your finger there. Du kannst deinen Finger reinhalten. And let's look at another verse. Und lasst uns mal einen anderen Vers anschauen. 2. Corinthians 5 and verse 10. 2. Korinther 5, Vers 10.
He's writing to believers here. Er schreibt hier zu Gläubigen. For we must all, everybody say all. Denn wir alle müssen, sagt mal jeder alle. He's not talking about the great white throne judgment. We're not going to be there, thank God. Er spricht hier nicht von dem großen weißen Gerichtssaal, das Gericht. That'll be where sinners, unbelievers, people that rejected Christ end up. Das ist dort, wo Menschen, die Jesus abgelehnt haben, dort enden, also Sünder enden. That's in the book of Revelations. And the book of Revelations talks about this and that. Und es ist im Buch der Offenbarung, und das Buch in der Offenbarung erzählt von beiden. It says, for we must all appear. Es sagt hier, denn wir alle müssen before the judgment seat. Vor dem Richterstuhl. Vers 10. We must all appear. Wir alle müssen erscheinen before the judgment seat. Vor den Richterstuhl. The Greek word is the word bima. Das griechische Wort hier bima heißt bema. It can also be translated. Es kann auch übersetzt werden. You ready? Seid ihr bereit? Reward seat. Belohnungsstuhl. This was the word that was used for people that performed in the Olympics and they got their rewards. Und dieses Wort wurde dazu benutzt für die olympischen Athleten, wenn sie ihren Preis oder ihre Ehrung empfingen. So there's going to be a day. So, also da wird ein Tag sein, dass alle von uns are going to appear before Jesus. Vor Jesus erscheinen. And you know what the question is going to be? Und wisst ihr, was dann die Frage dort ist? Did you do what I told you to do? Hast du getan, was ich dir gesagt habe, dass du tun sollst? Did you fulfill your call? Hast du deinen Ruf erfüllt? That's why Paul, he said, I count that stuff but dung. Und das ist das, wo der Paulus sagte, ich erkläre das Zeug alles für Dreck. He said, I count my own righteousness as dung. Und er sagte, ich zähle meine eigene Gerechtigkeit für Schrott. Actually, in Greek, it's even stronger than that. Für Mist. It's even stronger than that. Yeah. It's that word that I don't like. It's the S word. Es ist das Wort, was ich, also im Griechischen, that ist es stärker noch ausgedrückt. Es ist dieses S-Wort, was ich nicht mag. Paul used that. Und Paulus hat es hier gebraucht. When he talked about his own righteousness. Wo er über seine eigene Gerechtigkeit gesprochen hat. He said, I count it as. Und er sagte, ich zähle das alles für Mist. He's talking about those animals that make those ants. I think it is it the ant? They make these big mounds out of dung. That's what he's talking about. Und da gibt's diese Tiere, die da so einen Mistberg, so einen Haufen machen. Über das spricht er da. So that man that went like this, he had a big dung pile. Also dieser Mann, der da das gemacht hat, that der slammed hat, the trunk down. I want you to know. Also dieser Mann, it der da diesen Kofferraumdeckel zugeschlagen hat, der hat also da einen großen Mist auf dem Kopf. There's a lot of good people. Das sind viele, es gibt viele gute Menschen, die gute Dinge tun. But if it's not in Christ, it's dung. Aber wenn es nicht in Christus ist,
dann ist das alles Mist. And you can even do good things if it's not in faith and out of the Spirit, it's dung. Du kannst viele gute Dinge tun, aber wenn sie nicht aus dem Geist sind, im Glauben, dann ist es Mist. You want dung? Willst du Mist? Tell your neighbor, I don't want dung. Sag mal deinen Nachbarn, du willst keinen Mist? I don't want dung piles all over. Ich will da keine Misthaufen überall haben. Well, I helped a grandma across the street. Look at me. Nun, God says dung. Nun, ich habe da diesen Großmüttern über die Straße geholfen. Schaut mal alle auf mich. Die Bibel sagt, es ist Mist. The Bible talks about pride and how it'll turn your reward into something of no value. Und die Bibel spricht da über Stolz und über das all diese das, was du da rausbekommst, keinen Wert hat. The Bible says, Jesus said, don't pray like the publicans. Und Jesus sagte, bete nicht wie die dort öffentlich plappern. And he says, they only hear themselves. Sie hören sich nur sich selber plappern. Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? Oh, great and mighty God! Oh, großer und mächtiger Gott. We are gathered here today. Wir sind heute zusammengerufen. And that prayer just went like that. It didn't go like that. Und dieses Gebet ist nur so so gegangen, also es ging nicht nach oben. Wasn't it precious the way everybody prayed today? It really came from the heart. War es nicht kostbar, wie wir alle heute gebetet haben? Es ist wirklich vom Herzen gekommen. I didn't sense any of that. I sense everybody really prayed direct out of their heart to God. Und ich habe das wahrgenommen, dass alle wirklich aus dem Inneren gebetet hat zu Gott. Fasting can be the same way. Und beim Fasten kann es genauso sein. Well, I've been fasting for 30 days now. I got to tell everybody about it. You know how long I've been fasting? The devil gonna go because I've been fasting 30 days. I'm telling you, I'm running that devil off. Nun, und ich bin jetzt am Fasten und der Teufel, der muss gehen und ich faste und jetzt schon für 30 Tage, dass der Teufel da, der muss gehen. I mean, sometimes you have to tell people you're fasting. Und manchmal ist es so, dass du Menschen sagen musst, dass sie fasten sollen. But if it's not for the idea, look at me. Aber es ist nicht für die Idee, dass man wirklich sagt, schaut auf mich jetzt. Das ist Mist. Dung. Jesus said the same thing about our giving. Und Jesus hat da dasselbe über unser Geben gesagt. Look at me, that was the problem with Ananias and Sapphira. Schaut mal auf mich, und das war genau das mit Anania und Sapphira. Because when Barnabas showed up, denn wo Barnabas aufgetaucht ist, with a bigger gift, mit der größeren Gabe, he went out and sold his vacation property and brought it to the church. Und er hat da so seinen Ort, sein Ferndomizil hergegeben. He sold his property from Crete. Und hat es verkauft. And he put all the money into the church. Und hat dann das Geld, was er da bekommen hat, because he was so in die Gemeinde thankful gegeben. For how God had changed his life. Und er war so dankbar dafür, dass Gott sein Leben verändert hat. And you know, back then they didn't have banks with electronic transfer. You brought your stuff to church. Und die hatten ja dort zu dieser Zeit nicht irgendwie diesen elektronischen Finanzenaustausch. Die haben das Geld direkt in die Gemeinde gebracht. And so people talked about it. Und so haben die Menschen drüber gesprochen. But Barnabas did it with the right motive. Aber der Barnabas hat es auf die richtigen im richtigen Motiv getan. He didn't even care about the people seeing it or not. That, you know, when he walked into that place, he wasn't even thinking about the people whether they saw what he did or not. Und er hat also nicht im annähersten
er hat nicht im Nähersten daran gedacht, dass jetzt die Leute ihn sehen, was er da tut. Er ist da einfach hingegangen. Er hat überhaupt nicht sich darum gekümmert, was die Leute da über ihn denken. But Ananias and Sapphira were totally different. Aber Ananias und Sapphira, die waren komplett they anders. Were the rich people in the church. Sie waren die reichen Menschen in der Gemeinde. And they used their money for their place. Und die haben ihr Geld dazu verwendet für ihre Position oder ihren Platz. That was a problem. Und das war das Problem. You understand? Dung. Und versteht ihr? Mist. God calls it. Und Gott sagt dazu. Super, Rudolf. Was that a German? Is there a difference? It was the nearest translation I can give. That's interesting. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, we can just go around the room and get translation of all these names. All right, let's go back to 1 Corinthians 3 real quick. So nun lasst uns zurückgehen in 2. Korinther 3. 1. Korinther 3. And I want you to read. Und ich möchte mal, dass ihr lest. In German. In Deutsch. All of you can read together with Rudolf. Und könnt ihr dann mal mit Rudolf zusammenlesen im 1. Korinther 3. And I want you to read verses 9 through 15. You guys all read that together in German. Und das von 9 bis 15 in Deutsch lesen. Here we go. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau, gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist. Habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das der darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. One of the things I forgot to mention in the previous verse, as previous scripture, it says that we must all appear before the judgment seat of Christ. Und ich muss jetzt da noch ein paar Dinge anfügen, die ich vergessen habe. In dieser Schriftstelle, wir müssen alle vor dem Richterstuhl erscheinen. The reward seat. Der Belohnungsstuhl. According to the deeds that we've done in our body. Gemäß zu diesen Taten, die wir getan haben in unseren Leibern. So you're going to be rewarded. So for what you've used your body for. Für was hast du deinen Leib denn benutzt? For God. Für Gott. In this verse. In diesem Vers. We got three things going on. Da haben wir drei Dinge, die da drei Dinge. Foundation. Das Fundament. Everybody say foundation. Sag mal jeder Fundament. What's the foundation?
Was ist das Fundament? Who's the rock of the church? Wer ist der Fels der Gemeinde? Jesus, right? Jesus, richtig? He's the rock. Er ist der Fels. He's the foundation. Er ist das Fundament. He is what's behind here. Er ist das, was hinter dem ist. This building goes up. Dieses Gebäude geht nach oben. You know why it can go up? Wisst ihr, warum dass es nach oben geht? You know why Gabby can live on the top floor and be safe? Wisst ihr, warum dass die Gabi an den oberen Stockwerk wohnen kann und sicher sein kann? I got news to you, Gabby. This has also something to do with your house. Und ich habe da Neuigkeiten für dich, Gabi. Das da hat etwas zu tun mit deinem Haus. If that thing came down, wenn dieses Ding da runter zusammenkracht, there would be a lot of places around here that would be affected by it. Dann würde einiges in diesem ganzen Umfeld damit, das würde Auswirkungen haben auf dieses ganze Umfeld hier. So this is very important, what's behind here. Denn das, was da dahinter ist, ist sehr wichtig. That's the strength. Denn das ist da ist Stabilität drin. And Jesus is your foundation. Und Jesus Hallelujah. Ist dein Fundament. Halleluja. Halleluja. He's my Lord. Er ist mein Herr. He's my righteousness. Er ist meine Gerechtigkeit. Amen. Amen. I'm righteous because I have his righteousness. Denn ich habe seine Gerechtigkeit. But did you see what it said? Take heed how he build. You got to build. Und, the scripture said, you take heed. Dort heißt es, gib Acht darauf, worauf du baust. What kind of work? Auf welchen Werk du baust. You don't want. Du willst nicht. Understand that this was in the time. Hab hier Verständnis, dass es in einer Zeit war. For instance, in Rome. In Rom. The rich people. Die reichen Menschen. The politicians, die Politiker, the Romans, die Römer, they lived in houses made of gold, silver, precious stone. Und die lebten dort in Häusern gemacht aus Gold, Silber und kostbaren Steinen. But remember what happened to Rome. Aber erinnert euch mal, was mit Rom passiert ist. Remember a fire. Erinnert euch ein Feuer. And Nero blamed it on the Christians. Und Nero hat es auf die Christen geschoben. They knew what this meant. Und sie wussten, was das bedeutet. Because when the fire went through the city, when a fire would hit the city, the slaves Denn that had their houses of wood, hay and stubble. Und die wussten, was es bedeutet, wenn dieses Feuer durch die Stadt ging, denn die Sklaven hatten ihre Häuser aus Stein, Stroh, no, aus, wood, hay and stubble. Aus Holz, Stroh und Heu. You understand? Versteht ihr? So when the fire went through, the slaves' houses were burnt. Also wo das Feuer dann durchfegte, dann wurden die Häuser der Sklaven zerstört. But the houses of gold, silver and precious stone, they stayed. Aber die Häuser von Gold, Silber und kostbaren Steinen, die blieben stehen. And people knew that. Und die Leute wussten das. If you had a good house, it could withstand storms and fire and all these things. Und wenn du da ein gutes Haus hattest, das konnte Sturm, Feuer und all diese Dinge, das war stabil, das konnte das widerstehen. And so what happens? Und was dort passiert ist? The Bible says all of our work will be tried with fire. Und die Bibel sagt, dass unsere Werke durch das Feuer gehen. So if you're born again, also wenn du von neuem geboren bist, and that's all you did, und das ist das, was ihr getan habt. But you don't walk in the Spirit. Und wenn das alles ist, was ihr getan habt, but you don't walk in the Spirit. Aber wenn du nicht im Geist wandelst, you don't grow in the Word. Wenn du nicht im Wort wächst, you don't even think about what God wants you to do with your life. Wenn du nicht darüber nachdenkst, was Gott mit deinem Leben vorhat, you're gonna have a dann wirst du einen haben.
You'll make it. Du machst es. And I'm glad you will. Und ich freue mich darüber, wenn du es schaffst. There's going to be a lot of people make it. Und da werden viele sein, die es schaffen. But when they get there. Aber wenn sie dann dort sind. Do you understand? Versteht ihr? But when you obey God. Aber wenn du Gott gehorchst. And do what God told you to do. Und das tust, was er dir sagt, dass du tun sollst, dann wandelst und du wandelst im Geist. You leave things here when you're gone that are of eternal value. Und du lässt Dinge hier, die von ewigem Wert sind, wenn du weg bist. And later on you're rewarded. Und später wirst du Belohnungen bekommen. The Bible says, when they persecute you and say all manner of evil against you, great is your reward in heaven. Hallelujah. Und die Bibel sagt, wenn du Verfolgung erleidest und ja, sie dich verfolgen, das verleumden, dass die Belohnung im Himmel groß sein wird. Amen. Amen. Walk in the Spirit. Wandel im Geist. Use the gifts that God gave you for God. Benütze die Gaben, die Gott dir gegeben hat, für Gott. There's much more to come. Und da wird viel mehr kommen. Than this little tiny period called human life. Als diese kleine Zeitperiode menschliches Leben. Amen. Amen. I don't know what all these rewards are going to be, but I know if God says there's rewards and he's a great, big, awesome, wonderful Father God, it's going to be good. Und ich weiß nicht, wann diese oder wie diese Belohnungen sein werden, aber ich weiß, dass Gott ein großer, mächtiger, wunderbarer Gott ist. Ja, Gott ein Vater ist und dass es einfach gut werden wird. Halleluja. Halleluja. So let's thank the Lord today. So lasst uns let's mal den thank Herrn the danken. Lord today. Lasst uns mal ihn heute danken. Tell your neighbor, payday's coming. Sag mal deinem Nachbarn, Zahltage kommen. Payday's coming. Zahltage kommen. Payday's coming. Zahltage kommen. Tell your neighbor, payday's coming for Zahltage me. Zahltage kommen. Für mich. It's coming for es me. Kommt für mich. It's coming for es me. Kommt für mich. Payday's coming Zahltage for me. Kommen für mich. Halleluja. Halleluja. Zahltage kommen für mich. When that torch comes out. Und wenn das rauskommt, dieser Flammenwerfer rauskommt. Payday's coming. Zahltage, sie kommen. It's not going to be a pile of ashes. Und das ist kein Haufen mit Asche. Something gonna stand. Es wird etwas da bleiben. And the thing is about gold, silver, precious stone, if there is any imperfection, fire burns it out. Und bei Silber, Gold, Silber und kostbaren Steinen, da ist es so, wenn da Unvollkommenheit drin ist, dann wird das Feuer des rausbrennen. Because probably none of us are doing it all perfect. Denn ganz sicher, jeder von uns wird es nicht alles perfekt machen. And thank God, the fire burns it all out. Und dank sei Gott, dass das Feuer das alles rausbrennt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Father, thank you. Vater, ich danke dir. Thank you for those rewards. Ich danke dir für diese, Belohnungen. Ich danke dir für diese Belohnungen. Thank you for those rewards, Father. Halleluja. Brigitte, why don't you come up and play the piano a little bit? Brigitte, ich möchte, dass du hochkommst, um das Klavier zu spielen. Halleluja. Oh, thank you, Jesus. Let's just thank Oh, ich danke dir, Jesus. Thank lass you, Jesus. Uns einfach Jesus danken. Thank danke, you, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Ibrokusha shavande sese. Halabada kaya provuste se. Olam provosa. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. And the Lord says, just yield. Und der Herr sagt einfach, gib dich hin. Just yield. Gib dich einfach hin.
Just yield. Gib dich hin. Lay it down. Leg's ab. Lay it down. Leg's nieder. Lay it down. Leg's nieder. Yield. Gib dich hin. Yield. Gib dich hin. And as I'm involved, und so wie ich dort involviert bin, it'll be greater than you could ever have imagined. Wird es größer sein, als du dir das je vorstellen kannst. It'll be substance. Es wird Substanz haben. Life changing. Lebensverändernd. So yield, says the Lord. Gib dich hin, sagt der Herr. Yield, says the Lord. Gib dich hin, sagt der Herr. Lay it down. Leg das nieder. You didn't call yourself. Du hast dich nicht selbst berufen. You didn't talent yourself. Du hast dich nicht von dir selbst For I am the giver of the calling, I'm the giver of the talents. Ich bin der Geber der Talente und ich bin der Geber der Berufung. So lay it down. Leg es nieder. Let me fill it with my substance. Lass mich das füllen mit meiner Substanz. And then it'll not only be now, but it'll be of eternal value. Denn es wird nicht nur für jetzt sein, sondern für ewigen Wert. Lay it down. Leg es nieder. Lay it down. Leg es nieder. Some of you need to come forward. Und manche von euch, die sollten nach vorne kommen. As an act of your own will. Als eine Tat des eigenen Willen. To say, I lay it down. Um zu sagen, ich lege es nieder. Some of you need to do that. Manche von euch sollten das tun. And I want you to yield right now. Und as the Holy Spirit is moving on your heart, so wie der Heilige Geist an euren Herzen sich bewegt, I want you to yield to God, euch hinzugeben, and come and lay it down. Hinzugeben an Gott, um es niederzulegen. Not to me, nicht zu mir, but to him. Aber zu ihm. And some of you need to come down here and get rid of that stinking pride. Und einige von euch sollten dort herkommen und diesen Stolz ablegen. And just let it go. Um es gehen zu lassen. Let it go. Lasst es gehen. So Brigitte is gonna pray, play. So Brigitte wird spielen. I'm just acting out what I saw in the Spirit today. Und ich tue das, was ich vorhin Geist heute im Geist gesehen habe. And I promise you, when you leave this altar today, you're going to leave changed. Und ich kann euch versichern, wenn ihr diesen Altar heute verlassen werdet, Halleluja. Ihr werdet ihn verlassen, verändern. Thank you, Jesus. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Halleluja. Jesus. Come on up. Halleluja. Thank you, Jesus. Kommt hierher. Betet. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Hallelujah. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Not in condemnation. Nicht in Verdammnis. But just the prompting. You're just saying to God, Lord, I lay it down. Und ich sag es nicht unter Verdammnis, sondern geht einfach her und sagt, Herr, ich lege es nieder. This is yours. It belongs to you. Now use me. Das ist deins. Es gehört dir und gebrauch mich. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Thank you, Jesus. Oh, Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. The whole Christian life is about the heart. Das ganze christliche Leben, es geht um das Herz. All about the heart. Es geht um das Herz. Thank you, Jesus. We love God with all of our heart. Danke, Jesus. Wir lieben Gott mit unserem ganzen Herzen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Lord, we lay it down, we lay it down. Herr, wir legen es nieder, wir legen es nieder.
remember, he loves you. He's love. He loves you. Und erinnert euch, ist Liebe. He wants the best for you. Will das Beste für you euch. Lay it down, I'll tell you what. Und leg's nieder. He'll get you the best. Ich sag dir, du wirst das Beste bekommen. Get you the best. Du wirst das Beste Thank bekommen. You, Jesus. We lay it down, Lord. We lay it down. We lay it down this day. Wir legen es nieder heute. Wir legen es nieder. I trust you. I trust you. Ich vertraue dir. I trust you, I trust you. Ich vertraue dir. I trust you, I trust you. Ich vertraue dir. I trust you, I trust you. Ich vertraue dir. I lay it down at your feet. Ich lege es zu deinen Füßen. Lay it down at your altar. Ich lege es an deinen Altar. I lay it down, I trust you, Lord. I trust you, I bow before your throne of grace. I bow before you in this place. It's between me and you, Lord. I bow before you. I trust you. I trust you, I trust you. Ich vertraue dich. Ich vertraue dich. I trust you, I trust you. Oh, la kasamana sana mana soya nendesia. I trust you, I trust you. I trust you, I trust you. I trust you, I trust you. Loko sindesi. Loko sindesi. Loco se dese. I trust you, I trust you, I trust you. I bow before your throne. This place is my home. I am not alone. I trust you. I trust you, I trust you. I trust you. I remember Brother Hagin saying something one time. Kenneth Hagin. He told us in Bible school. Kenneth Hagin hat einmal in der Bibelschule gesagt. He said if you pastors would put the altars back in your church where people can come forward and pray. Er hat gesagt, if you bring einen Platz in the Gemeinde where the Leute can come forward and beten, then so much of the counseling time that pastors do will be cut down. Denn so viele Zeit, wo Pastoren benutzen, um Ratschläge zu geben oder um die in der Gemeinde so Sitzungen halt abhalten, das würde weniger werden. And it's exactly what Helen sang today. Und es ist genau das, was Helen heute gesungen hat. Don't worry. Sei nicht keine Sorge. Hab keine Sorgen nicht. But pray. Aber bete. Learn to pray. Lerne zu beten. To take your things to God. Nimm die Dinge und bring sie zu Gott. To ask him to show you. Und frag ihn und bitte ihm, dass es dir zeigt. The direction. Die Richtung. To bring forth the wisdom. Die Weisheit hervorzubringen. To give you the answers that you need to the problems. Die Antworten dir zu geben für deine Probleme. Learn to pray. Lerne zu beten. The Holy Spirit, he's the greatest counselor. Der Heilige Geist, der ist der größte Ratgeber.
And God's word has all the answers. Und Gottes Wort hat all die Antworten. All the answers. All die Antworten. All the answers. All die Antworten. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. He is your best counselor. Ist dein bester Ratgeber. He's your best. Ist der Beste. Because he knows the will of the Father. Denn weiß den Willen des Vaters. All the time. Immer. All the time. Alle Zeit. Hallelujah. Hallelujah. Helen, Helen, come up here. Komm mal hoch hier. Sit on this platform. Setz dich hoch hier an die Plattform. And I want you to sing that song a few times. Und ich möchte, dass du dieses Lied mehrmals singst. As we're praying. Als wir beten, wenn wir beten. Why worry when you can pray? Trusting Jesus, he knows the way. Don't be a doubting Thomas, the sinner's from his promise. But why worry when you can pray? Why worry when you can pray? Trust in Jesus, he knows the way. Don't be a doubting Thomas, the sinner's from his promise. But why worry, when you can pray? Kuna rabosha nereririma, masika ndoroboshi tererebosi tererere. Masandoro bosho terere mahando bosho turamanere moko passing while worrying when you can pray. Trust in Jesus, he knows the way. Don't be a doubting Thomas, the sinner's from his promise. But why worry when you can pray? Why worry when you can pray? Trust in Jesus, he knows the way. Don't be a doubting Thomas, the sinner's from his promise. But why worry when you can pray? Why worry when you can pray? Trust in Jesus, he knows the way. Don't be a doubting Thomas, the sinner's from his promise. But why worry when you can pray? When you can pray, trust in Jesus, he knows the way. Don't be a doubting Thomas, the sinner's from his promise. But why worry, when you can pray? Hallelujah, isn't it good? Isn't it good? Ist das nicht gut? Isn't it good? Ist es nicht gut? Isn't it good? Ist das nicht gut? Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Isn't it good? Ist er nicht gut? So much Gott today. Hat uns so viel gegeben You're heute. Gonna have a great week this day. Ihr werdet eine großartige Woche haben. You're gonna have a great week this week. Ihr werdet eine großartige Woche haben. I know it. Ich weiß es. Inspired. Inspiriert. Moved by the Holy Ghost. Bewegt durch den Heiligen Geist. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Well, it's happy giving time. Nun, es ist fröhliches Geben. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Jesus' name. In Jesu Namen. Come out. Komm raus. Now. Everybody say out. Raus. Come out.
jetzt. If anybody got pain, put it on their body right now. There's a strong anointing right now. Put your hand where it is. The name of Jesus, come out! Thank you, Lord, for victory. Oh, thank you, Lord, for victory. Everybody say, thank you, Lord, for victory. Hallelujah. Sag mal jeder, danke, thank Herr, you, Lord, for victory. Sieg. Thank you for pain-free bodies. Danke für, schmerzfreie thank you for healing Körper. In these bodies. Danke für, geheilte Körper. I'm not talking about just muscle pain. Und ich weiß nicht, es heißt hier Gelenk, Muskelschmerzen. Nicht nur Muskelschmerzen. Something abnormal. Irgendwas Abnormales. I mean, I feel, because I've been lifting and I hadn't been lifting for a few months. und ich fühle das und ich habe vieles nicht gehoben für Monate. But praise God, Martin's healed. Amen. Preis den Herrn, der Martin ist geheilt. This Amen. Is good. Das ist gut. Amen. Margie said she had a big headache. Everything left her in prayer time. Hallelujah. Und die Margie hat gesagt, dass sie während der Gebetszeit Kopfschmerzen hatte, aber das ist verschwunden. That's good. Das ist gut. Amen. Amen. Well, you ready for happy giving? Seid ihr bereit für das fröhliche Geben? This is your home church. Put your tithes here. Wenn es deine Heimatgemeinde ist, dann gib deinen Zehnten dort rein. God will bless that. Und Gott wird das segnen. Amen. Amen. If you want to give offerings, that's good. Wenn du Opfer geben willst, das ist gut. My son got a new living place. Mein Sohn hat einen neuen Platz, um zu wohnen. Right? Ist das richtig? Yes. Ja. Thank God. Dank Gott. Be easier for him to get where he needs to go. Es ist für ihn dann einfacher, dorthin zu kommen, wo er hingehen muss. I'm excited for you, Jeremy. Ich bin sehr, ich freue mich sehr darüber, Jeremy. It's really amazing the way it happened, but es ist wirklich beeindruckend auf die Art und Weise, wie es geschehen ist. Halleluja. Halleluja. And you guys did a lot of praying for Jeremy too. Und ihr Leute habt sehr viel gebetet für Jeremy. We're praying for all of our kids. Und wir beten für all unsere Kinder. For Miriam, for Lungi. Für Miriam, für Lungi. For our adult kids. Für unsere erwachsenen Kinder. For Benny. Für Benny. Nick. Für Nick. Simon. Für Simon. Stefan. Für Stefan. Steffen. Amen. Amen. Well, who's excited about giving today? Nun, wer ist begeistert übers Geben heute? Margie, come up here and pray over this. Margie, komm mal hoch und bet darüber. Wait a sec, I gotta write mine down. Hold on, I gotta get mine in before you pray. There. Dear Father, we thank you so much. Lieber Vater, wir danken dir so sehr. For those who give the upper gavi. Von all denjenigen, die ein Opfer gegeben haben. I pray for those who give. Ich bete für die geben. And we believe that you will give them back in multiple ways. Dass du ihnen in vielfachen Weise zurückgibst. We thank you, Lord. Wir danken dir, Herr. This money. Dieses Geld. We use. Wir gebrauchen es. To extending. Um zu erweitern for your kingdom, dein Königreich and for all, und für alle the payments it paid, all the bills paid. Und dass alle die Rechnungen bezahlt sind.
We thank you, Jesus. Wir danken dir, Jesus, for the needs of the church. Für die Bedürfnisse der Gemeinde. You will provide it. Dass du dafür die versorgst und bereitstellst. And we pray. Wir beten for more people. Für mehr Menschen. More partners. Yeah. Mehr Partner. For more giving heart. Mehr gebende Herzen. Because we believe that every people will give. Denn wir glauben, dass jeder Mensch, der gibt, not only blessed for the money, nicht nur gesegnet vom Geld her, for everything, sondern für alles gesegnet ist. We ask this in your name, Jesus Christ. Wir beten das in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. 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 And those of you online, und diejenigen von euch, die online sind, you can give to, könnt ihr ebenso geben. We appreciate that. Wir schätzen das. We're believing for more partners. Wir glauben für mehr Partner. People to help us, support us monthly. Menschen, die uns helfen, uns monatlich zu unterstützen. And all the information is on the website. Und all die Information ist auf der Webseite. Praise God. Preis den Herrn. Have the best Sunday. Hab den besten Sonntag. We love you. Wir lieben euch. And there's a deal on the ice cream today. Und heute gibt's eine spezielle Sache an der Eiscreme. 2 Euros per Kugel. 2 Euro je Kugel. It's a deal. No, 1 Euro. Also, nee, 1 Euro. Anybody want ice, you can have it for 1 euro a Kugel. Also jeder, der Eis haben will heute, der kann's die Kugel haben für 1 Euro. On next Wednesday, wir machen weiter. Und nächsten Mittwoch machen wir weiter. Don't forget these books. Holt euch diese Bücher. Great books. Großartige Bücher. And don't Wednesday, we'll continue. Und am Mittwoch werden wir fortsetzen. And Bible school on Friday. Und Bibelschule am Freitag. You're God's best. Ihr seid Gottes Beste. We love ya. Wir lieben euch. Amen. Amen. Talk to somebody, greet somebody you haven't talked to. Sprich zu jemanden, red mit jemanden, zu dem du das noch nicht gesagt hast. And tell them that you're glad they're here today. Und sag ihm, dass du froh bist, dass du heute hier warst. And bring somebody to church next Sunday. Und bring jemanden zur Gemeinde mit nächsten Sonntag. Grab them,